Aber ich glaube, es kommen wir immer dichter mehr ran. Jetzt geht es langsam am Ziel. Wa? Volle Pulle, war. Eindeutig. Manometer, sieht schon besser aus. Riecht man mit die frische Luft, war? Direkt richtig Meeresluft, war? Mann, das stinkt mir. Im Stall stinkt es, hier stinkt es, überall stinkt es. Ein knallrotes Gummiboot, ein knallrotes Gummiboot. Mit ein rotes Gummiboot, vorher über die See, vorher über die See. Watch the blue, der Säufer. Watch the blue, der besoffene Seemann. Watch the blue, der Säufer. Watch the blue, der besoffene Seemann. Was ist mit dir los? Ja, Jungs. Fantastisch. Kapitän, Kapitän, Kapitän. Geh auf große Reise. Gefällt dir nicht meine Witze? Oh, doch. Spitze, ja. Gell? Kapitän, geh auf große Reise. Du mein Unterhund, du Matrose. Was bin ich? Und du bist mein Kapitän. Gut. Ich bin aber der Admiral. Gut, Herr Kapitän. Das Freude muss sein, das sagt. Ja, stehen, ja. Nicht so viel einfach. Ah, das ist kein Problem. Mandy! Mandy! Mami! Ich hab mir nicht mal langsam. Das sind nur Wachen von den Blanken. Hast du das gesehen? Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ich bin ein Kapitän. Ah, ist das geil, oder? Ah, Junge, sieht das nicht schönes Wasser? Hey, kommst du hier hoch, Wasser? Einfach wackeln! Pass eben. Nein. Herrlich! Herrlich! Mit ein rotes Gummiboot, vorher über die See, vorher über die See. Mit ein rotes Gummiboot, vorher über die See, vorher über die See. Ja. Ja, ja, ja. Der Uwe sofort. Ja, ja, ja. Fantastisch, Peter. Gute Idee, gute Idee. Ja. So, Mali. So, Mali, jetzt will ich dir zeigen, ob es dir gefällt. Wie die Koteletten, wie lang genug die Koteletten. Guck mal. Ist in Ordnung. Hinten genau rund. Ey, was ist das da? Okay, runter. Das ist ja halb römisch! Das da ist ja katastrophal, da geht ja noch, aber das da, was hast du da gebracht? Mann, jetzt gut, Mann. Der Finger weg, du brauchst eine Brille, nicht wahr? Hey, er braucht eine Brille. Ich schneide schon seit 30 Jahren die Haare. Ja, das schmeckt mir noch nicht. Manni? Ja, ich bin kein Römer. Aus dem 18. Jahrhundert. So siehst du auch aus. Natürlich. Eck abschneiden. Nix mehr, das reicht. Das sieht aber gut aus, Manni, wirklich. Das hier benehme ich als ungut. Soll ich mich morgen noch machen? Nix da. Super. Glänzt wieder wie neu. Hab ich dir was getan oder warum guckst du mich so böse an? Na? Hm? Hast du was? Nee. Du? Überhaupt nicht. Und alles klar, Jungs. Guck dir Günther mal an. Sag dir die Meinung mal über den. Guck mal, guck ihn dir mal an. Sieht aus wie immer. Denk an Vatigen und am Muttigen. Was wollte Vati immer? Ein Charakter, schönes Aussehen. Und was stört er an den Kopf? Der Günther im Kopf, der Haare im Kopf, eine dicke Nase im Gesicht. Obwohl er Mampfler eine dickere Nase im Gesicht. Die Haare könnten... Weißt du, wie der aussieht? Die könnten vornehm gemacht werden. Weißt du, ja? Aber nicht wie ein Gepflegter. Er läuft seit Monaten so rum. Ich hatte vor anderthalb Monaten die Haare geschnitten. Ja, das... Zwei Wochen muss ich machen die Haare. Können die doch bald nicht mal vor die Tür das stellen bei den Kunden. Wenn er rausgeht. Mann, die laufen ja. Nein, der soll nur gut aussehen. Graue Haare kann ja jeder haben. Setz dich mal hier hin, komm. Der hat aber echt graue Haare. Na ja, da kriegen wir weiter. Grau ist immer gut, ist weise.
etwas mehr. Ja, das ist ein Friseur, beim Friseur noch arbeiten. Wo ist denn sowas? Ja, hier faulet, wenn ich nicht arbeite, ja auch jetzt. Oh, das ist aber selten. Was könnte ich mal zum Peter oben, also der was noch zum Maulen hat? Ja. Sieht aus, Peter. Richtig junger Mann sieht er jetzt aus. Alles klar, ja, Gesundheit. Mal ein bisschen also, krümmel die Nase. Bekommt man mal sauber, Peter? Ich brauche mal einen Handfeger. Günther, du hast mir nervös gemacht. Mindy, du machst mir nervös. Nee, das ist nicht ganz. Ich weiß es doch, irgendwo einer war das. War das? Nein, er hat in dieses Ganze. Warte, Günther, mach mich nicht nervös. Günther, mach mich nicht nervös. So. Geschwindigkeit einstellen. Das ist schon besser. Du bist zu schnell, zu langsam, Günther. Tschüss, Jürgen. Jetzt wollen die Brüder das Projekt Feuertod für die S-Klasse weiter vorantreiben. Der alte Mercedes wird auf den LKW verfrachtet, um auf einer abgelegenen Straße in Brand gesetzt zu werden. Außerdem wollen die Brüder testen, ob man einen Autobrand mit einem handelsüblichen Autofeuerlöscher löschen kann. Sehr gut! Tür zu! Ja, Tür zu! Na Jungs, das ärgert man ja immer noch, wa? Wollen wir die Hände gut fühlen, ja? Schön, gell? Ja, siehst du, der hat uns genug geärgert. Jetzt muss der abflemmen. Ja, pass auf, gleich knallt es hier irgendwie. Ich hab die wieder, meine Munchatschos. Mann, hör doch mal auf, du hast letztes Jahr selbst vor die Fresse Nein. gehauen. Deswegen hast du auch so einen dicken Kolbenfresser im Gesicht. Ja, Mann, das sieht man, wie du aussiehst. Ah, meine Munchatschos. Wenn die hauen immer noch vor die Fresse, wie es letztes Mal gemacht hast. Stecke bleiben! Super, hat geklappt, wie ich wollte. So. Aua! So. Aua! Und runter. Aua. Ah. Okay. Ziel A. Seth, komm mal her. Wo kommt das Ziel B? B-I-T-T-T-E. Du hast die rote Nase. Günther, du hast auch eine rote Nase. Die Nase hat einen Sonnenbrand gekriegt. Aber mein Körper braucht eine Abkühlung. Weißt du das? Sieht die gut aus? Wie ein Kolbenfresser. Jo. Scheiße, ich darf lieber sein. Du hast sie selber geschlagen. Feierabend, Du hast dir mit die Schatzschutz auf den hier, Kopf gehauen. Hier, dicke Beule, da. Hast gesehen, das ist dicke Beule jetzt. Hey. Oh, krieg direkt noch hoch. Hey. Ach, diese Pfeifen machen wir wach. Ach, nee, muss noch einen Krach machen. Boah, das ist ein Hin und Her. Günther! Günther, aufmachen! Boah, das ist ein Hin und Her. Tutet es nicht. Das ist ein Hin und Her. Ja, Gunnar, ich hab ein richtiges Spielzeug geholt zum Arbeiten. Mann, ist das ein Bagger, boah. Riesendinge, boah. Passend zu seiner Größe. Das erste Mal sieht in einem Bagger wie ein großer Mann aus. Das sieht immer so aus wie eine Miniaturaufgabe. So, Manni. Das ist der Bagger in deiner Größe. Du Pfeife, Manni. Guck mal, die Tasche ist sogar voll. Ich hab alles schon mitgenommen. Volle Pulle, juhu. Volle Pulle, juhu. Ey. Du Pflaume hier.
Uwe, wo ich jung war, hab ich's gemacht, jetzt nicht mehr. Bist du heute alt? Ich nicht. Ja. Ich fühle mich noch jung und knackig. Sag, wo bist du knackig? Das sieht man doch, oder nicht? Da kommt Knackwurst alles rein. Warte mal ab. Die Fleischwurst und Knackwurst schneiden. Es gibt zig von Kartoffelsalatsorten. Einer macht mit Knackwurst, einer macht mit Fischzucker und so weiter. Frisch und frisch. Es geht. So, komm, es geht. Oh Mann, hast du einen harten Bauch. Hast du da gegessen, gell? Eine Wurst mehr. Und du meinst, was da drin ist? Da sind ein paar Schnitzel drin, da sind ein paar Fläschchen Bier drin. Weißt du, tue ich jetzt abhungern, weil ich ja verrückt habe. Von Uwe, warum hab ich denn so einen dicken Bauch gekriegt, Günther? Hier, guck mal, hier ist die Stelle. Jetzt kann man meine Hand. Oh, eine Fliege ist mir ins Auge reingeflogen. Guck mal, eine kleine Fliege ist da. Sind die niedlich? Ja. Ekelhaft. Ich lass die leben, gell? Ferkelei. Weißt du, was man vom Krokodil essen kann? Der Schwanz hinten! Ist nur ein Schwanz. Mit einer Mütze. Guck hier. Ja. Steht ja gut. Ja. Ruhe. Komm, wir machen was ab. Jetzt. Hier ist das alte Schulter. Das quietscht ja genauso. Na ja. Quietsch, 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 quietsch. Schnauze. Manni, was für Wörter hast du? Man kann Nudeln machen warm. Einfach zu heiß. Man kann Nudeln machen kalt. Mal gucken. Und die müssen al dente haben. Ein Biss. Also man kann in den Urlaub, man kann mit einem Picknick machen. Ja, mit den Händen. Wir sind ja jetzt am Campen. Man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Was machen wir morgen? Nudeln. Ich mach, darauf habe ich es ja nicht angelegt. Dreimal im Monat meinst du ja. Dann würde ich sagen, ja. Also ist eine Nudel ein ewiges Essen. Was Leckeres gibt es? Nudeln! Nudeln! Wir kommen! Schon wieder Nudeln, meine ich. Mhm. Aber sagen wir nichts, ist er wieder beleidigt. Einer ist gerade morgens aufgestanden, isst gerne Nudeln. Der macht sich auch morgens Nudeln. Guten Morgen, Güntherchen. Morgen, Peter. Gut geschlafen. Wie geht's dir? Ach, Uwe! Manfred, essen kommen! Spaghetti! Leckere Nudeln! Für die ganze Familie! Keine Nudeln, Spätzle und keine Nudeln. Die Nudel schmeckt. Darauf kommt's an. Für was, für? Uwe! Was? Das hat noch ein Popo. Popo esse ich nicht. Ey, das ist gut gegrillt, das kannst du mitessen gleich. Nein, Popo kommt ab. Den alten Hintern da hier ab. Denkst du was? Und wer hat den früher immer gegessen? Der Uwe. Ach, der Uwe? Ja. Ja. Der Uwe ist den gerne. Reißer Ding. Einfach ein P vergessen. Was soll das Po heißen? Oder P? Hip-Hop. Popo. Ey, Mann, doch hier. Da war ich. Mandy! Was hast du zu uns gesagt? Puppe. Ich tritt dir in den Arsch rein. Ich tritt dir in den Arsch rein. Eine ältere Person, die bleibt da mit dem Fuß dran hängen. Die fällt direkt raus, direkt auf Fresse. Kein Problem. Mandy! Mandy! Ja, wenn du runterfällst, gibt es Fettfleck, bin ich platt. Ich glaube, mit deinem Gewicht, das ist schon beschissen. Gleich fällst du auf den Arsch. Du gibst einen richtig dicken Fettfleck, Mann. Träumer! Jungs, wollen wir einen Käfer angucken? War ganz modern in den 60er Jahren. Weltwunder. Man hieß ja auch Weltwunder oder Wirtschaftswunder damals. Jeder konnte sich das leisten. Wie viel kostet der? Etwas viel, gell? Sagen wir mal, etwas runterhandeln kann man? Ja, wie viel denn? 300 Euro. Sagen wir 600 Euro, dann machen wir es. Jeder hat sich sowas gekauft. Damals war es ja nicht so, dass er sofort bar bezahlt hat. Normal habe ich aber ein bisschen Kleingeld dabei. Ja. Moment mal. Schwarzfritzen haben wir immer. Ja, genau. Ein bisschen. Oh ja. Autokasse. Da könnte man ja darüber reden. Sieht das nicht schlecht aus, wa? Der Vertreter kam in ein Haus rein, ich weiß es noch. Ach, Tag, Herr Duda. Guten Tag, Herr Wolf. Wir kennen uns ja schon sehr gut, gell? Und die kamen dann rein und haben da vorgeführt. Sie können auf 10 Raten machen, auf Monatsraten und so weiter. Der stirbt ab. Also, Weltwunder.
Die Rückleute raus, Kornflügel zerknittelt, alles zerknittelt. Nur auf modernste Technik.